Aber nur wenn ihr unser Spiel spielt. Nur wenn ihr spielt. Ja, also was meint ihr, Großleute? Wollt ihr spielen? Ja gut, wenn es sein muss. Die Großleute wollen unser Spiel spielen. Hurra. Hurra, hurra. Okay, Großleute. Von jetzt an läuft unser Spiel. Da sind 5 Truhen hier mit nichts drin. Bei jeder leeren Truhe wird ein gerühmter Großleut erscheinen. Berühmte Großleute. Oh ja, mächtige berühmte Großleute. Jeder berühmte Großleut wird euch ein Geschenk geben, das einem anderen berühmten Großleut gehört. Und sie werden Tipps geben, welches Geschenk ihnen gehört. Wenn ihr glaubt, ihr wisst, welchem berühmten Großleut ein Geschenk gehört, legt es in die leere Truhe dahinter. Ja, ganz einfach. Sobald ihr alle abgelegt habt, kommt ihr und fragt. Wenn falsch, wir lachen euch aus. Wenn richtig, wir öffnen 6. Truhe und ihr könnt garstigen auslachen. Viel Spaß. Okay, wir beginnen jetzt. Fragt nur, was möchtet ihr? Ja, da ist Elminster. Okay, fallen. Auf geht's. Einverstanden. Also Elminster ist hier, Kelpen ist hier. Alustriel ist auch hier. Das da ist Dritz. Okay, den letzten fällt mir jetzt gerade nicht ein, woher ich den kenne. Aber Elminster kennen wir alle. Kelpen kenne ich aus Eye of the Beholder. Zuschauer. Besucher, es ist schon lange Zeit her, seit jemand gekommen ist. Abgesehen von den verrückten kleinen Sahugin. Und mit denen kann man keine festen Gespräche führen. Ah, aber ich sehe euch zögern. Zweifellos habt ihr von meiner Art schon gehört oder seid sogar schon einem begegnet. Ja, ihr nennt uns Betrachter. Ja, ich glaube, das ist der Ausdruck, den ihr verwendet. Ich bin jedoch ein besonderer Betrachter, nicht ganz so wie die anderen, denen ihr vielleicht begegnet seid. Ich wurde an diese Stelle gesetzt, um mein Ding zu behüten, nur dieses eine Ding. Ich werde euch nicht angreifen, es sei denn, ihr berührt, was ich behüte. Fasst alles andere an, wenn ihr mögt. Sofern euch das Teufelchen dort hinten nicht verrückt gemacht, die Teufelchen nicht verrückt gemacht haben. Was behütet ihr denn da? Nur die eine Truhe hinter mir. Ihr dürft gerne die anderen mit den Teufeln öffnen oder sonst irgendwas machen. Ich bin nicht hier, um wegen der anderen auch nur das Geringste zu tun. Ich glaube, die Sarugin haben die anderen Truhen bereits vor langer Zeit ausgeräumt. Sie haben vielleicht anderes Zeug von sich hineingetan und glauben, ich würde Diebe verschrecken. Oh, das erinnert mich an etwas. Ich verspreche dem folgenden kleinen Sarugin, dass ich mich bemühen würde, Eindringlinge abzuschrecken. Also, buh. Und das war ungefähr so viel Anstrengung, wie ich bereit bin, da reinzustecken. Seufzt. Es ist bislang eine ziemlich einsame Erfahrung, wisst ihr? Wisst ihr, was in der Truhe ist, die ihr da bewacht? Keine Ahnung. Ich empfehle aber, nichts anzufassen. Ich hatte zwar seit langer Zeit keinen richtigen Trubel hier, aber ich verspüre keinen Drang zu töten, müsst ihr wissen. Ja, wie kam es, dass ihr hier gelandet seid? Hm, ich wurde von einem irrenkleinen Drow hierher beschworen, der diesen Teil der saugigen Stadt vor langer Zeit eingenommen hatte. Diese Truhe ist ihm anscheinend äußerst wichtig. Die Sarugin griffen an und er wollte nicht, dass sie die Truhe kriegen, wenn er stirbt. Daher, puff, kam ich ins Spiel mit einem 99-Jahre-Vertrag, nur noch 40 Jahre abzusitzen. Der Drow war eigentlich nicht unterhaltsamer als die Sarugin, doch er roch besser. Ich glaube nicht, dass ich je wieder Fisch runterkriege. Tja. Und was das Schlimmste ist, ich sitze hier mit den Teufelchen der Drow fest, die auch an diesen Ort gebunden sind, aber sich vor den Sarugin wegteleportieren. Ich wünsche, sie würden einfach verschwinden. Ich meine, ich kann sehr lange Verstecken spielen, ohne mich zu langweilen, aber die, oh nein, elende Teufelsbastarde. Was ist mit diesen Teufelchen? Oh, die sind hier, seit der Drow, der mich hergeschafft hat, erschlagen wurde. 60 Jahre mit nur 2 Teufelchen und einem verrückten Fischkönig als Gesellschaft. Ist hier die Hölle? Da drin ist eine Truhe, in die die Sarugin irgendwas Wertvolles gelegt haben. Haben mir meine Beschwörungsformel gebummelt, um sie zu öffnen. Als ob mich das interessieren würde. Die Teufelchen haben die Beschwörung herausgefunden. Ich vermute, sie haben sie euch gesagt, falls ihr sie nicht auf der Stelle zermatscht habt. Nicht, dass ich wirklich traurig wäre, wenn sie verschwinden. Vielleicht werde ich mich mal auf den Weg machen. Wenn ihr gehen müsst, dann geht. Ich werde sowieso hier sein, wenn euch nach all dem Reden ist. Die nächsten 40 Jahre lang. Danach nun, ich habe dieses großartige Grab organisiert. Falls ihr mich fragen wollt, ob ich euch mit euch Verstecken spiele, ich bin nicht interessiert. Nun, dann gehe ich.
Was? Ihr fragt mich tatsächlich, ob ich mit euch verstecken spiele. Also Mensch, habt ihr nicht besonders viel Ahnung von Augenspaß, nicht wahr? Ja, gut. Hier ist immer noch eine Falle. Oder habe ich sie jetzt gerade ausgelöst? Hm, gut, Quick Save. Hallo, Elminster. Ich kann euch ein paar Tipps geben, aber ich werde mich nicht in euer Schicksal einmischen. Ich bin Elminster, ihr kennt mich, der älteste Hexenmeister, der das Land bereist. Doch im Herzen bin ich ein alter Mann und ich benötige einen Gegenstand, um den Zahn der Zeit aufzuhalten. Ich überreiche euch dieses geschwungene Schwert. Ich bin zwei zu kämpfen. Geht es einen anderen Krieger, dessen Haut so schwarz wie die Nacht ist? Ja. Kann ich mir das Ding ansehen? Krummsäbel. Die Nachkommenschaft des Fürsten des Todes ist dazu bestimmt, über Blutvergießen und Leid an ihr Erbe zu gelangen. Ihr Vater hofft darauf, dass nur ein Kind überlebt und sein Erbe antritt. Ich prophezeie euch, dass Bals Kinder sich in einem blutigen Massaker gegenseitig niedermetzeln werden. Okay. Ich bin Kelben, ein mächtiger Zauberer. Einer der Herrscher der besten Stadt des Nordens. Ich brauche den Gegenstand, der meinen liebsten Namen liefert. Und ein zusätzliches Bein, wenn ich weggehe. Ich gebe euch diesen Anhänger aus Silber, denn er gehört jemand anderem. Liegt ihn jemandem um den Hals, der zwar Schwester, aber nicht Mutter ist? Jo. Das ist ein kleiner und nicht besonders auffälliger Silberanhänger in Form eines winzigen Schwertes. Er hängt an einer grazilen Kette. Gut. Hallo, Leute. Ich bin Alustriel, eine Tochter von Mystra, eine der sieben Schwestern, Fürstin des Mondes. Gib mir mein Symbol des Schwertes, geschenkt von meiner Mutter, von ihrer Heimat im Himmel herab. Ich gebe euch diese Pfeife aus Wurzeln und Magie. Ihr macht ihr stark, ich benötige sie nicht. Schenkt sie einem Mann stattdessen, der noch älter ist als ich. Das wäre Elminster. Hey da! Ich bin Piregon, ein Paladin des Gottes Tyr und Fürst meiner nördlichen Lande. Wenn ihr wollt, liegt ein Symbol meiner Herrschaft in meiner Hand. Ich überreiche euch diesen Stab der tiefsten Dunkelheit, der schon viele bösartige Feinde gesehen hat. Er ist nicht mein Eigentum, aber ich sage euch, er gehört jemandem, den ich kenne. Das ist Kelbens Stab. Ja, doch, ich höre euch ja. Ich bin Drizzt, ein Drau, der seine verhasste Heimat unten verließ, um ein wahrer Held zu werden. Ich benötige etwas, eins von zwei, mit dem ich viele bezwungen habe. Ich gebe euch einen Helm. Ein Symbol sagt immer mir der Herrschaft in der Oberwelt, in der Stadt, auch im Norden. Und kalt. Ja. Wir haben also den Stecken. Das ist einfach nur eine Waffe. Das ist einfach nur ein Helm. Tagebuch 14 Elain. Heute hat Komi das... Das sind irgendwie Ausschnitte aus Baldur's Gate 1. Mhm. Okay, machen wir Ausschlussverfahren. Eins, zwei, drei, vier, fünf und da ist die sechste Truhe. Drizzt kriegt das... den Krummsäbel. Die Natur könnte selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Kelben kriegt den Stab. Ja, Hira, sei ruhig. Und du kriegst die Halskette, was klar ist. Minster ohne seine Pfeife wäre komisch. Dann bleibt dir nur noch der Helm. Oh, ihr habt alles richtig. Alles. Ihr habt uns reingelegt, aber gut. Ah, ist das Spiel schon vorbei? Okay, wir halten das Geschäft. Ihr geht und öffnet jetzt die letzte Truhe und wir Teufelchen werden euch retten. Wir werden den garstigen auslachen. Meine Güte, geht und öffnet sie, Großleut. Ah, ihr habt mich freigelassen. Aber was ist das? Ich komme nicht an eure Lebensenergie heran. Hahaha, armer garstiger. Du kannst dich machen, garstiger. Wir schützen die Großleute. Nein, ich bin zu schwach. Aha, das war lustig. Ihr seid spaßig, Großleute. Wir gehen jetzt. Ja, die Sachen können wir da drin liegen lassen. Und wir haben zwei Gegenstände gekriegt, aber nichts, was wir brauchen eigentlich.
Und wir haben keine Identifizierungsformel gerade zur Hand, ja? Nervig. Ja gut, dann helfen wir uns mal ein bisschen. Ätherstiefel. Oh, das Ä fehlt. Ätherstiefel. Die Gelehrten von Kerzenburg haben schon oft hitzige Debatten darüber geführt, warum diese Stiefel angefertigt wurden. Einige sind der Ansicht, dass eine Adlige die Stiefel von einem ätherischen Liebhaber erhielt, damit sich die beiden regelmäßig zu einem Stelldichein treffen konnten. Andere weisen trocken darauf hin, dass derartige Stiefel wohl für jeden Magier nützlich sind. Mit Hilfe dieser Stiefel kann er sich vor den meisten Angriffen schützen und seine Gegner so ungestört mit Kampfzaubern anentdecken. Ja komm, die können ja hier ruhig tragen. Das identifizieren wir auch erstmal schnell. Stabschleuder. So, das Einzige, was wir nicht identifizieren können, ist dieser Umhang gerade. Ich war keine große Herausforderung. Naja, macht ja nichts. So, jetzt müssen wir immer noch den Betrachter loswerden. Ja, das Rätsel der Teufelchen. Die Teufelchen haben sich an ihr Wort gehalten und mich vor dem Schreckgespenst beschützt, das sie in der Kiste eingesperrt haben. Das Schreckgespenst verschwand und die Teufelchen, die ihren Spaß gehabt hatten, taten es ihm gleich. Ja, nun gut. Ja, ist das los? Immer noch eine Falle. In alten Zeiten. Naja, bis auf die Folter und so. Da bist du. Fragt, danke. Was immer ihr wünscht. Ich möchte wissen, was hier festgesetzt wurde. Ja, das kennen wir bereits mit dem Dwarf. Könnt ihr ohne Nase riechen? Was denkt ihr, ich kann nicht riechen, nur weil ich das große Auge bin? Was wisst ihr eigentlich über Magie? Ihr seid fast so schlimm wie diese Teufelchen. Gibt es keine Möglichkeit, euch von eurer Aufgabe zu erlösen? Aber das ist süß. Tod ist vergriffen. Es gibt keine Möglichkeit, die 40 Jahre, die mir noch bleiben, zu verkürzen. Und ich bin nicht scharf darauf, jetzt schon mit der anderen Seite Bekanntschaft zu machen. Wisst ihr, was in der Truhe ist, die ihr hütet? Keinen richtigen Trubel hier. Seid ihr sicher, dass ich nicht reise? Ne? Was habt ihr so dringender Bedarf oder was? Habt ihr einen sterbenden Verwandten, der verzweifelt braucht, was in der Truhe ist? Oh, ich hab's. Ihr müsst einfach haben, was in der Truhe ist, stimmt's? Weil wenn ein Betrachter es bewacht, muss es einfach toll sein. Denkt dran, dass der Dwarf, der mich rief, verrückt war. Aber hey, wer bin ich, ein Urteil darüber zu fällen? Ich spiele seit 60 Jahren mit einem teuflischen Tic-Tac-Toe. Seufz. Oh, falls ihr da keine Antwort herausgehört habt. Nein, ihr dürft nicht sehen, was in der Truhe ist. Der Dwarf hat mich da ausdrücklich herbeigerufen, um diese Truhe zu bewachen. Hat euch der Dwarf gerufen, um die Truhe zu bewachen oder was in der Truhe drin ist? Nun, er hat meine Truhe geschrien, wenn ich mich recht erinnere. Im gleichen Augenblick wurde er aber ein Speer durch seinen Brustkorb gestoßen. Ich vermute, er meinte diese, als er von seiner Truhe sprach, und das bedeutet, ich kann sie euch nicht öffnen oder irgendwas damit machen lassen, auch wenn ich nicht das behüte, was drin ist. Aber das bedeutet nicht, dass ihr sie nicht öffnen könnt, oder? Dann könnte ich bekommen, was drin ist, ohne sie zu berühren. Hey, ihr habt wahrscheinlich recht. Ich habe mich auch schon gefragt, was wohl drin ist. Ich sage euch was. Ich werde mich noch eine Minute länger fragen und ihr schaut mal, okay? Das ist es. So was Dummes. Ihr habt sicherlich gedacht, die ganze Zukunft der Dwarves hängt davon ab oder so ähnlich. So wie der verrückte Dwarf gekreischt hat. Ich vermute, ich muss mich jetzt darauf verlegen, die nächsten 40 Jahre lang eine vollkommen leere Truhe zu hüten. Ja, ja. Ihr müsst das nicht wirklich tun, oder? Eine leere Truhe bewachen. Was soll das bringen?
Ha, wisst ihr, ihr habt vollkommen recht. Nicht mal der Drow-Zauberer würde wollen, dass ich eine leere Truhe bewache. Es ist ja nicht mal eine schöne Truhe.